Hallo, wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie wir das iPad einrichten. Wir schalten das einfach einmal ein und wir sehen hier, dass wir zum Öffnen den Home-Button drücken müssen. Dann wird hier die Sprache ausgewählt, dann nochmal die Land und die Region. Und jetzt können wir hier das manuell konfigurieren. Wir haben hier wir müssen in ein WLAN reinkommen. Das ist jetzt hier unser iPad. Muss man das Passwort eingeben. Dann dauert das einen Augenblick. Und es geht dann weiter. Dann können wir hier einige Einstellungen zum Datenschutz machen. Die Touch-ID, die können Sie einrichten, kann man aber auch später machen. Deswegen mache ich das hier mal später. Erstmal nicht verwenden, kann man aber später noch reinmachen. Dann kann man hier bei den Optionen, Code-Optionen, erstmal auch nicht verwenden. Wir raten natürlich dringend dazu, das auch zu machen, ist aber jetzt kein Teil dieser Einrichtungssache. Und wir wollen jetzt hier ja ein ganz neues machen, also keine Apps und Daten übertragen. Und jetzt müssen wir hier eine Apple-ID eingeben, die wir ja eingerichtet haben. In meinem Fall heißt die Demo at Nelson Mandela Schule Dierdorf.info. So, weiter. Und dann muss hier jetzt das Passwort eingegeben werden. So, wenn das Passwort eingegeben ist, hier oben auf Weitergeben. Oh, dann habe ich einen Fehler gemacht. Also nochmal probieren. So, und jetzt kommt ein Bestätigungscode, der an an die Handysache geschickt wird. Gucken wir das mal nach. So, und vom Handy habe ich jetzt folgende Nummer. 585163. Die wird ja immer nur einmal verwendet. Und auch das hat jetzt geklappt. Und man muss sowieso die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Und dann schauen wir jetzt hier hin. Und das dauert ein bisschen. Wir sehen jetzt hier, dass man hier jetzt das einstellen kann. Man sollte das immer machen. Die Ortungsdienste, da können Sie auch überlegen. Ich schalte die immer bei mir ein. Siri will ich später konfigurieren. Bildschirmzeit können Sie selber auch nochmal entscheiden, können Sie sich durchlesen, später konfigurieren. Und die Analyse möchte ich nicht mit Apple teilen. Und ich entscheide mich für die helle Version. Sie können auch die dunkle nehmen und einfach jetzt hier durchklicken. Da wird ja nur erklärt, wie man dazwischen wechselt. Und dann geht's los. Und dann sehen Sie jetzt hier, dass wir schon zwei Meldungen haben. Das kann bei Ihnen anders sein. Ich gucke da mal kurz rein, damit man das sieht. Hier gibt es einmal die Möglichkeit, ein Software-Update einzuspielen. Auch das ist interessant. Man sieht jetzt hier, man wird darauf hingewiesen und wir haben vereinbart, dass die Updates alle installiert werden, wenn es nicht um die erste Nummer, also wenn von 13 jetzt auf 14 erneuert wird, dann geben wir als Schule erstmal ein Go irgendwann. Aber das sollte nicht von Anfang an installiert sein, weil unsere Erfahrungen waren, dass Apps, die wichtig waren, danach nicht funktioniert haben. Man muss also immer ein bisschen warten, mal ein, zwei Wochen und dann
bekommen die iPad-Klassen von uns ein Go. Okay, dann gibt es hier noch die Konfiguration abschließen. Da kann man also verschiedene Dinge nochmal sich angucken. Ich gehe mal damit drauf. Man könnte jetzt hier nochmal wieder eine Touch-ID einrichten. Also darüber geht das dann. Machen wir später. Im Moment mal nicht verwenden. Der Code, das hatten wir gerade eben auch schon mal. Da gehe ich auch nochmal drüber hinweg. Code nicht verwenden. Nicht verwenden. Und Siri, habe ich gesagt, auch später. Und das sieht man, deswegen war die 1 jetzt da. Und man wird daran erinnert, das Software-Update haben wir geklärt. Für uns als Schule ist später wichtig, hier über allgemein Info einen Screenshot von diesem Bildschirm hier zu bekommen, wo vor allen Dingen hier oben dann der Name drin steht. Der sollte ja so eingerichtet werden, wie das auf dem Blatt steht. Und hier unten die WLAN-Adresse, die brauchen wir auch. Also so wie es jetzt ist, sollte dann ein Screenshot an uns in der Schule geschickt werden, damit wir das Gerät auch im Netzwerk freigeben können. Ja, soweit mit dem Home-Button komme ich dann auch wieder dahin. Und das sind jetzt erstmal die Sachen, die standardmäßig installiert sind. Und die anderen holen Sie dann bitte noch nach.